So Jungs, ihr glaubt es nicht. Es ist so eine Geschichte mit dem S3. Ne? Irgendwie läuft alles schief. Also ich bin jetzt hier ein paar hundert Meter von Donkey Tech entfernt. Hab den Wagen genommen. Wir haben doch gerade noch mit Donkey Tech Probefahrt gemacht. Alles super. Haben ein-, zweimal gedrückt. Nichts Wildes. Super, freue mich den zu fahren. Ne? Donkey Tech in der Werkstatt abgelassen. Erste Kurve habe ich so ein Klackern gehört. Ne? Da dachte ich, okay, normal, Kupplung, ein Massenschwungrad, macht Geräusche. Und dann habe ich die Kupplung gedrückt, ein-, zweimal, habe gesagt, okay, Geräusche gehen aber nicht weg. Ja, was war? Motor ausgegangen. Also, Jungs, ganz ehrlich, mit dem Wagen, ich weiß nicht, was Sache ist, ob Auge gemacht wird, ich weiß es nicht. Jetzt haben wir das gesehen, unten an der Kurbelwelle ist die Schraube abgerissen. Also da am Riemenscheibe. Das gibt's doch nicht, ne? Ja, und was passiert jetzt? Jetzt wird es abgeschleppt. Wir warten auf ADAC. Wir sind immer noch in Leverkusen natürlich. Und das ist so langsam, also solche Sachen nehmen mir echt die Lust drauf. Ne, das ist, ich weiß nicht, wie passiert sowas? Ne, Donkey Tech fährt den eine Woche lang hoch, runter, gibt den voll auf die Schnauze, nichts passiert. Ich steige rein, keine Minute. Motorschaden. Bei normaler Fahrt, ich habe nicht mal gedrückt. Ich war innerorts, 30er Zone. Das ist so unglaublich, ne? Ja, was soll man machen? Alles positiv sehen. Jetzt haben wir einen Motorschaden, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wann ich den Kopf mal runternehmen werde. Ich werde morgen in der Werkstatt erstmal schauen, wie schlimm das mit der Schraube aussieht, damit ich irgendwann den Kopf mal runternehme und mal schauen, was Sache ist. Aber ganz ehrlich, solche Sachen nehmen mir die Lust an Schrauben. Weil das ist kein Eigenverschulden. Ich kann ja sagen, okay, ich habe die Schraube nicht festgezogen. Nein, die Schraube ist abgerissen. Und das ist unglaublich, ehrlich, unglaublich. Deswegen, ja, egal. Wir warten jetzt auf die, wir warten mal einmal auf ADAC und danach schauen wir mal weiter. Ja, also wenn es scheiße läuft, läuft es ganz scheiße, weil wir natürlich keine Papiere da haben. Und ich verstehe natürlich ADAC, die können das ja nicht sofort abschleppen. Da ist, heute läuft alles schief. Alles, was schief laufen kann, ehrlich. Jetzt schleppen wir das ab. Ne? Ja, was soll man machen? Was soll man machen? Osman, was sagst du denn eigentlich dazu alles? Ja, was soll los sein, ja, dass alles in einer Minute fertig ist, ey. So, ihr habt es ja mitgekriegt, alle jetzt abgeschleppt, wir haben den Wagen jetzt hier. Ich zeige euch erstmal, was passiert ist. Dieser Konus ist abgerissen, hat dabei die Schraube natürlich gelockert. Warum, weshalb auch immer. Ist irgendwie passiert und dann natürlich, ihr kennt das, Kurbelwelle dreht weiter, Ventile bleiben stehen und klatscht einmal alles rauf. Wir wissen nicht, ob er jetzt drauf geklatscht hat oder nicht, aber normalerweise beim... Also ihr könnt das ja mit einem Zahnriemenriss vergleichen, müsste das eigentlich gemacht haben, ne? Also wir wissen es nicht. Aber dafür habe ich einfach einen Doktor gerufen, der mir einmal eine Kamera mitnimmt und das Innere einmal schaut. Und das ist der liebe Schenow. Guten Tag, Sie haben meinen Arzt gerufen. Ja, ich habe einen Arzt gerufen. Ja, ich habe da auch mein Equipment dabei. Ja. Das ist, glaube ich, der Patient. Das ist der Patient. Wunderbar, wir werden dann nun alles in die Wege leiten und hier mal einen Blick in den... Zylinderkopf werfen. Ja, bitte. Ja, was ist nochmal geschehen? Vielleicht... ah, okay, ich sehe schon. Ja, Sie sehen Krankheit schon. XY. Resultat Tuning. Also ich hatte heute den ganzen Tag schlechte Laune gehabt. Nur Schenow hat das echt... Also, gut hingekriegt. Gut hingekriegt. Naja, ich habe ihm ein bisschen Hoffnung gemacht. Aber der Schaden ist schon herbe, krass. Ja, wir wollen jetzt einmal schauen. Weil das Schlimmste, was passieren kann... Also mit dem Ventil habe ich schon abgeschlossen. Es ist nicht schlimm. Wenn die Ventile krumm sind, ist es nicht schlimm. Was nur das Schlimmste sein kann, dass ein Ventil vielleicht abgerissen ist und in den Kolben reingefahren ist, weil dann brauche ich euch nicht sagen, dann haben wir einen kapitalen Motorschaden. Dann muss alles erneuert werden, also kompletter Motor. Und ich hoffe, das haben wir nicht. Ne? Und ja, wie gesagt, das ist schon krass. Aber vielleicht sollten wir den Leuten noch mal kurz zum Verständnis. Jonas, wenn ich mal kurz das Ding noch mal. Dieses Teil ist ja jetzt gebrochen aufgrund der Power. Materialschwäche. Jetzt nur mal hypothetisch. Ja. Ja, diese Nase, die dort ist, die ja diese Arretierung auch macht, ja, ist ja theoretisch an der Nockenwelle oben auch. Ja. Doch, mehr sage ich nicht. Ja. Kann ja sein. Weil ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Hier, normalerweise ist hier eine Nase. Fokus. Weil für mich ist das absolut überirdisch. Hier rüber läuft ja der Zahnriemen. Mhm. Da ist ja die Nase und hier sieht man, ich weiß nicht, sieht man das? Wie herbe, krass, das ist richtig weggebrochen, ne? Ja. Hast du das in deiner ganzen Laufbahn als Kfz-Meister erlebt? Nein. Also ich persönlich habe es noch nicht mal im Internet irgendwo gesehen. Vielleicht sollten wir das mal bei Google irgendwo als spektakulärer... Nee, also ich habe schon gesehen, dass die Schraube mal abgebrochen oder nicht richtig fest war. Aber die Schraube, aber die Nase? Nein, das, also, ich habe das noch nie gesehen. Und das ist ja so, als würdest du das mit einem Gerät gemacht haben. Vielleicht blenden wir zum Verständnis für die Leute das Gegenstück mal ein, ja, damit ihr versteht jetzt, worum es geht, weil jetzt sieht man ja wirklich gar nichts. Ja. Aber das gehört ja zusammen, das Ganze. Und der wird ja in die Kurbelwelle reingesteckt. Und hier ist ja der Zahnriemen drauf. Genau. Und das ist rausgegangen. Warum also auch immer. Hammerkrass. Also ich schätze mal, Materialschwäche ist kaputt gegangen. Und dabei hat er die Schraube immer wieder gelockert. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Also weil das ist schon... Das habe ich noch nie erlebt. Willst du die Schraube auch mal zeigen? Der Schraube auch mal den Bild. Die Schraube sieht so aus, als würde man den heiß gedreht... Ne? Also die Gewindegänge komplett. Sind komplett. Ja, die Frage ist natürlich, wie sieht das Gegenstück aus auch noch? Ja, das werden wir sehen, wenn wir den abbauen. Ja. Weil hier ist auch, du merkst das richtig, hier ist voll dick und hier ist nichts. Genau, ja. Die Gewinde, also das Material ist im Gewinde noch drin, nur die Frage ist, wie sieht das Gewinde danach aus? Ne? Genau. Ah, das ist schon phänomenal, also so ein Schaden. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, gibt es die Dinger verstärkt vielleicht? Die gibt es verstärkt, ja. Ja? Die gibt es verstärkt. Also haben sie schon... Ich meine, du weißt ja immer noch nicht auf den Punkt genau, wie viel PS du jetzt hast. Das weiß ich. Aber nicht. Die Power muss ja so mächtig sein, dass sowas zustande kommt. Jetzt gucken wir, ich habe ja dem Jonas ein bisschen Hoffnung gemacht, vielleicht ist ja 50-50 Chance. Komm Jonas, wir schauen jetzt rein. Wir schauen jetzt rein. Vielleicht hältst du die, das Objekt der Begierde. Ich gucke gerade mal. Soll ich versuchen, den Display abzunehmen? Ja, da kannst du mal. Genau. Hä? Das Ding fängt nämlich an, schon ein bisschen kaputt zu gehen, glaube ich. So, muss ein bisschen. So, ich gehe jetzt mal einfach hier rein in den ersten. So, wir gucken jetzt rein. Der geht jetzt einfach, da Zündkerzen abgebaut und jetzt gehen wir einfach rein. Okay. Soll ich Haare drum binden? So, Vorsicht. Oh nein, Alter. Ja, der hat einen kleinen Wackler. Der hat einen Wackler schon. So. Oh, ja. Oh, der hat draufgesetzt. Ja, brauchen wir gar nicht weiter gucken. Da siehst du schon richtig, wie er draufgesetzt hat. Ja, also hier brauchen wir gar nicht weiter gucken. Hier kannst du schon direkt... Ja, aber wir können gucken, ob ein Ventil vielleicht wir nehmen jetzt mal die Seitenkamera. Ja. Da steht ein Ventil... Oh. Der steht schon auf. Na. Ja, der steht auf, aber der ist nicht... Ey, was ist denn mit der Kamera los? So, dann drehe ich jetzt mal, warte mal. Siehst du was? Ja, man kann es erkennen. So, jetzt bin ich... Dran, so, da steht auch eins auf. Ja, siehst du, man erkennt es. So, ich drehe weiter. Mhm. Warte. Ja, die stehen alle. Aber Yunus, ich sehe da Hoffnung gerade. Der scheiß Wackelkontakt. Hier ist nichts abgebrochen. Ja. Ja, abgebrochen sieht nicht. Das ist Kreuzschliff. Nee. Ja. Guck mal, wir schauen mal in den zweiten. Ich muss die Kamera wieder runter machen. Oh. Ja, warte. Das ist die Seite. So. Ja, ich schätze mal, das ist überall. Na. Holy shit, Alter. Vorführeffekt. Das Ding funktioniert immer einwandfrei. Ich weiß auch nicht, ey. Ich habe damit schon so viel... Da ist auch... Der ist auch aufgesetzt. Ja. Alle sind aufgesetzt. Ja, alle haben aufgesetzt. Und jetzt gucken wir. Oh ja. Oh, da sieht man die Ecke. Da hinten hat er aufgesetzt, die Lippe. Ja. Und jetzt drehen wir mal. Da ist er auch. Da auch. Boah, was ist denn das da an der Seite? Siehst du das? Das sieht so blank aus. Ja, da, ne? Hier. Ja. Keine Ahnung, ich glaube, weil er krumm geworden ist, dann dran gekommen, keine Ahnung. Stimmt, der hat ein bisschen wahrscheinlich den Ruß so ein bisschen abge... Aber ey, die Kamera sieht vom Verbrennungsbild her super geil aus. Ja, kannst du mir bitte nach unten zeigen? Ja, warte. Da ist nichts drin gewesen, ne? Nein, hier liegt nichts. Das ist gut. Hier liegt gar nichts. Nur aufgesetzt ist gut. Einmal an der Ecke, weil du weißt ja selber, der hat ja so eine Neigung. Genau. Gucken wir jetzt in den... Ups. Oh, hier auch. Da auch. Alle gleich. An der gleichen Stelle auch. Gleiche Stelle. Ja. Oh, was ist das? Auch, aber bei allem. Aber darum mache ich mir gar keine Sorgen. Das ist der Kopf. Ja, der hat er abgeschliffen. Ja. Das ist gar nicht so schlimm. Also ich denke, wenn die neuen Ventile, wenn die Auflagefläche schön bündig ist, ist doch alles safe. Ja, wenn wir uns anschauen. Okay. Kannst du den vierten auch nochmal anschauen? Ja. Gut, nichts ist gebrochen, das ist schon mal gut. Hier sehe ich schon von unten. Sehe ich schon. Direkt. Also hier wird da so 3-4 Mal drauf, oder ein paar Mal halt drauf geditscht sein. Mhm. Hier siehst du auch schon, wie krumm der ist, siehst du? So. Boah, ja. Der ist krumm, siehst du? Hier ist die Wand und parallel dazu... Ich weiß nicht, ob er das eingefangen hat. So, jetzt drehe ich nochmal. Ups. So. Du kannst das hier nicht zoomen, weißt du doch, ne? Guck mal, wie krumm der ist. Aber Yunus, guck mal. Also wir sehen, er hat einmal, aber auch nicht komplett alle aufgesetzt, alle vier. Alle vier sind auf, doch, alle vier sind aufgesetzt. Alle vier. Meinst du alle vier? Doch, haben wir doch gesehen, die Spuren, alle vier. Das ist der in der Mitte, der. Ja, aber guck mal, der Kolben, wenn der, hier. Hat der nicht 5? Wie bitte? Hat der nicht 5 Ventile? Ja, 5 Ventile. Ja, 5 Ventile, Entschuldigung. Der in der Mitte, ja, der in der Mitte sind alle aufgesetzt. Ja, auf jeden Fall gebe ich trotzdem dem Motor noch eine Chance. Ja, der Motor ist in Ordnung. Also so, wie ich das jetzt gesehen habe, sieht der Block in Ordnung aus. Die Kolben können wir auf jeden Fall weiter nutzen. Müssen wir den Maschinenbau nur zeigen. Kolben, also der Block sieht gut aus. Nur Kopf. Da können wir direkt auf Bigport gehen. Der will sofort hier. Nein, das können wir machen. Also ich könnte jetzt vielleicht einen günstigen Bigport finden. Aber jetzt mal ganz realistisch, wenn man die Reparaturkosten sieht. Du könntest theoretisch den Kopf abmachen, einem Dingens geben, der das komplett sauber fräst. Ja, das geht. Dann machst du neue Ventile rein und fertig. Dann müsst ihr wieder laufen. Ja, du musst nur gucken, wie teuer alles wird. Ne? Vielleicht findest du ja einen Kopf, was schon bearbeitet wurde und einer schon gemacht hat. Hat ja ein Zuschauer zu Hause. Vielleicht hat einer einen Kopf, was er bearbeitet hat und braucht nicht mehr. Ja. Und ja, vielleicht kriegt einen günstigen Kopf, dann machen wir einen Kopf rein, Kopfdichtung rein, fertig. Das Ding läuft wieder. Vielleicht ist sogar der Schaden... Natürlich, mit der Kurbelwelle wissen wir nicht. Ja, stimmt. Wieder mit der Kurbelwelle, weil die Kurbelwelle müssen wir auf jeden Fall mal anschauen. Aber dann machen wir eine neue Kurbelwelle. Aber ich mache mir eher Sorgen um dieses Gewinde. Ja. Das Gewinde ist vielleicht kaputt. Ja, das müssen wir gucken. Also für mich sind diese Schäden... Du siehst ja, der hat das ja richtig weggefressen. Ja. Das ist ja ganz komisch weggefressen. Das ist so, als würdest du eine Nummer weggefressen, so, weißt du? Du merkst das richtig. Theoretisch jetzt von, ne, bestätigt, der ist ja da reingeschraubt. Ja. Jetzt ist diese Nase abgebrochen, das Ding, das Zahnrad dreht sich mit dem Zahn, mit dem Riemen mit. Hat weitergedreht. Ich glaube, der hat... Als ob du hier mit dem ultimativen Schlagschrauber das Ding noch fester ziehst. Klar, und irgendwann hat er natürlich das Gewinde dagelassen. Ja, der muss ja irgendwann, er hat es ja nur gedreht und die Schraube hat ja nur noch geil. Genau. Davor hält die Kraft ja eigentlich diese Nase. Diese Nase. Und der drückt das Rad sozusagen auf die Nase drauf. Ja. Aber dass das überhaupt brechen kann, für mich ist das wirklich, also das ist... Nimm es mir nicht übel, aber deswegen bin ich so extrem krass vorsichtig mit Tuning. Ja, aber das Man investiert so viel Geld und nachher liegt es an so einer Scheiße. Theoretisch, wenn man es jetzt so nimmt, müsste jeder da draußen sowas verstärkt holen, noch ein Wellenrad verstärkt holen und dann geht das Spiel ja weiter. Was gibt es noch für Schwächen, so, weißt du? Ja, aber das war ja, bei dem war das ja nicht die Schraube. Nein, nein, das, ne? Also ist ja, das ist ja auch schon gut, dass er gehalten hat überhaupt. Ja. Das ist ja auch schon mal gut. Das hier. Weil es kann sein, dass mal irgendwann, ich sag mal, irgendwann ein Zahnriemen gemacht wurde. Ich habe es nicht kontrolliert, das muss ich auch dazu sagen. Dass irgendwann ein Zahnriemen gemacht wurde und... Meinst du, dass die Nase einen Knacks hatte? Der hatte einen Knacks gehabt, weil der saß, also ich weiß es nicht. Ne, das kann sein, dass der mal schon einen Knacks hatte und dass sie den so sauber gemacht haben. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Es ist auf jeden Fall Glück im Unglück, weil der Schaden hätte noch schlimmer sein können. Definitiv. Der ganze Motorraum hätte, vor allem gibt es ja noch Spezialisten, die tausendmal noch starten oder so. Ja, was mich halt nur es ist nur traurig, dass es nur an sowas liegt. Weißt du, es ist kein Eigenverschulden. Weißt du, wenn du jetzt irgendwas selber machst, ich sag mal, die Kopfdichtung hast du nicht richtig gemacht oder die Schrauben hast du nicht richtig nach Newtonmeter angezogen, dann hast du auf einmal keine Kompression, dann hast du Motorschaden. Okay, dann sagst du, war mein Fehler. Ja. Aber das hier, das ist crazy shit. Also wie gesagt, höchsten Respekt vor den Leuten, die sowas dauernd machen, weil für mich, wie gesagt, das ist aber das, was man auch immer sagt. Tuning bedeutet mehr Verschleiß, mehr Materialbeanspruchung und das ist eindeutig eine Ecke, wo kein Mensch dran denkt, dass sowas kaputt gehen kann. Sowas kontrollierst du auch nicht. Nein, ey Digga, wer denkt daran? Da denkt doch kein Mensch dran. Ja, jetzt werde ich auf jeden Fall... Ja, das Problem ist, was machst du jetzt? Ja, jetzt. Du hast ja immer die Angst, oh, Nase bricht. Natürlich, du wirst jetzt bei dem einen oder anderen Ölwechsel, willst du nochmal kontrollieren. Ja, vielleicht. Genau, das ist so ein bisschen. Dann wirst du mal wieder abbauen, mal schauen, ne, wieder fetten Loctite rein, wieder reinschrauben, wieder festziehen. Vielleicht fragen wir, oder fragst du deine Zuschauer, womit man anderen Kosten rechnen kann? Ja, das weiß ich ja selber. Also nee, vielleicht gibt mir mal eine Vermutung ab und er kann es ja dann nachher in Fakten dann belegen. Ja. Vermutet man jetzt anhand des Schadensbilds, was wird die Reparatur kosten? Material, weil den Rest macht er ja selber. Also da sind ja sehr viele, die das immer tagtäglich machen. Ja. Was würdet ihr vermuten? Also ich denke, klar, die Ventile musst du alle neu holen. Da kommst du nicht drum rum. Das Einschleifen bzw. sauber machen ist ja deine Arbeit. Ich weiß, was ein oder andere Maschinenbauer dafür nimmt, das weiß ich schon. Ja. Weil wie so ein Kopf bearbeiten, Ventile rein und so weiter, da bist du schon bei vierstelligen Betrag und da steht keine 1 vor. Aber wenn alles läuft, lässt du das Tuning, ja? Nein, Quatsch. Geht weiter. Geht weiter? Natürlich. Du bist ein echt bekloppt, ey. Das ist ein Tuning, ey. Nein, ich respektiere das voll und ganz. Das ist für mich höchster Respekt, weil für mich ist immer noch... Also ich hätte viel zu viel Angst, so ein Auto auf solchen Umdrehungen hochzupeitschen. Ja, aber ich bin da so ein bisschen pussy-like, muss ich zugeben. Da musst du aber rechnen, wenn du sowas machst. Ja. Weißt du, du musst dir vorstellen, 209 PS original, das ist ja noch der Vor-Facelift, 209 PS und du hast das Dreifache mal drauf. Fast ja, ich weiß, dass die Blöcke grundsätzlich solide sind für mehr, aber so es gibt schon so viele, du musst dir vorstellen, ich habe schon Fälle gesehen, da ist von diesem Ladedruck, von diesem 3 Bar Ladedruck, der Kopf sitzt so, der Kopf ist so rübergegangen. Boah. Der hat einfach die ganzen Schrauben so verbogen. Echt? Das habe ich gesehen. Ja, der hatte so einen Druck gehabt. Aber damit rechnet auch kein Mensch. Das habe ich schon gesehen. Kolben sieht man immer, dass er Kolben rausfliegt. Mhm. Ich habe schon so vieles gesehen. Also wir sind noch echt knifflig davon ausgegangen. Also das ist noch nichts. Ja. Schenow, was ich dir für Bilder zeigen würde. Schade, und du bist nur 100 Meter gefahren. Hättest du mal einmal gedrückt. Hättest du mal einmal gedrückt. Einmal, ja. Aber ich muss auch dazu sagen, unsere Sinterkupplung rutscht. Tja, wieder Probleme. Ja. Tuning, ich sag's doch. Als Arzt... Schenow, Dankeschön. Kein Problem. Die 10 Euro habe ich jetzt aber nicht bezahlt, ne? Nein, die lassen wir das stecken. So, Kameramann. Ja, hier. Kameramann, hier, hallo. Ach so, da war's. Oh, war die Leitung lang. Euch wünsche ich einen schönen Tag und Jonas, viel Glück noch, ne? Dankeschön, Schenow. Ciao. So, auf jeden Fall werden wir jetzt den Motor ausbauen. Danke nochmal an Schenow. Wir werden den einmal ausbauen und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Aber jetzt mache ich mir Hoffnung. Ich habe es jetzt ein bisschen schlimmer vorgestellt, ganz ehrlich. Gestern habe ich kein Auge zugedrückt, weil du halt so viele Gedanken im Kopf hast. Weil du denkst, okay, was denn jetzt schon wieder? Weil ich wollte den echt, ne, ich wollte jetzt so machen, wir machen jetzt den Lupo-Projekt weiter. und der sollte echt nur für Spaß dienen. Ich wollte da mit Viertelmeile fahren, ich wollte da ein bisschen Wolfen-Schafspelz und so drehen. Nein, jetzt lassen wir den jetzt ruhen und machen schnell den S3 fertig. Also bauen wir den beim nächsten Mal ganz schnell ab und dann schauen, was Sache ist. Und danke nochmal fürs Zuschauen. Bis dann, euer Kfz-Fuzzi. Haut rein.